Also, das dritte System mache ich am besten mal deutlich an der Gesundheitsreform. Stellen Sie sich vor, hier wäre jetzt meine Hausarztpraxis und der Hausarzt würde mir Spaß machen, die kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Sportverein kostenlos, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, alles kostenlos anbieten. Und er würde seinen Gewinn würde berechnet, zum Beispiel, wenn ich für jeden Monat, der im Gesund bleibt, das ist jetzt vereinfacht gesprochen, kriegt er Honorar ausgeschüttet und nicht mehr für jede einzelne Spritze, das fällt weg. Das heißt, er wird allgemein uns allen helfen, gesünder zu leben. Wir sparen 70 Milliarden im Jahr in Deutschland ein. Wir müssen natürlich der Pharmaindustrie helfen, zu überleben, wenn die Tablettenumsätze in Deutschland etwas zurückgehen. Ja? Aber aus den, wenn dann noch 50 Milliarden übrig bleiben, können wir trotzdem daraus eventuell uns leisten, wenn wir das dann auch wollen, die Klimaziele zu finanzieren. Mit 50 Milliarden können Sie 5 Kohlekraftwerke stilllegen. Ja? Und dieses ist das neue Weltmodell. Ach so, so sehen Sie sich besser. Gell? Das neue Weltmodell heißt, drittes System heißt, Gesundheit und Wohlfühlnoten der Bevölkerung, Wohlfühlnoten bei jeder Wahl mit abgegeben, entscheiden in Zukunft über alle Gewinne. In England hatten sie ja da mal das System, dass sie den Arzt neutral bezahlt haben, glaube ich. Also jedenfalls nicht diese Gewinne zugelassen haben durch mehr Kranke. Ja? Aber das ist auch nicht der richtige Weg, weil das zu neutral, also zu wenig Motivation fördert. Dieses System würde jetzt fördern, dass der Arzt sich richtig Mühe gibt, noch bessere Prävention zu schaffen als der andere Arzt und dadurch mir noch mehr Nutzen zu entfalten, noch mehr gesundheitsförderliche Wirkung zu entfalten. Und das übertragen wir auf alle Systeme der Gesellschaft und dann kriegen wir eine menschenfreundliche Form der Gesellschaft und das heißt das dritte System. Ihr erster Eindruck dazu? Ach, Sie sind ein großer Optimist. Sie glauben an das Gute im Menschen. Ich neige eher zum Gegenteil. Also ich bin eher sehr pessimistisch und es ist insgesamt sehr pessimistisch. Ist schwierig, glaube ich. Aber ich muss eins korrigieren. Ich glaube nicht an das Gute, gerade weil ich an das Egoistische im Menschen glaube, will ich ihm einen Rahmen geben, in dem er Gutes tun muss, wenn er Profit haben will. Ja. Ja, okay, das hört sich nicht schlecht an. Ja, es muss immer auch eine Belohnung da sein, ne? Das ist wichtig. Das ist das Prinzip und das ist eben der Unterschied zur Revolution. Nichts, ne? Ja, genau. Ja. Und eine Belohnung für Gesundheitsförderung und Verbesserung der Wohlfühlgenoten bei den Kunden bringt die Wirtschaft dazu zu sagen, okay, jetzt ist dann Umweltschutz unser Konzernziel, denn gesunde Menschen habe ich nur in einer gesunden Umwelt. Ja? Und deswegen wird dann die... Seien wir optimistischer. Und